Der Expertendialog Biodiversität und Landwirtschaft tritt heute zum ersten Mal öffentlich auf. Deshalb möchte ich ihn zunächst mit ein paar kurzen Worten vorstellen. Er versteht sich als Diskussionsforum verschiedener Akteure, unter ihnen etwa die BASF, für die Herr Dr. Harald Schwager als Vorstandsmitglied heute hier ist. Herzlich willkommen. Der Dialogkreis umfasst darüber hinaus Vertreter der Landwirtschaftskammern, von Behörden, der Kirchen. In ihm sind das Julius-Kühn-Institut ebenso vertreten wie Repräsentanten aus der landwirtschaftlichen Praxis und auch Verbände wie der Deutsche Naturschutzring, dessen Generalsekretär Florian Schöne ebenfalls hier ist und den ich ebenfalls herzlich begrüße. Alle Mitglieder verfolgen gemeinsam das Ziel, die praktische Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft voranzubringen. Die BLE hat sich entschlossen, über die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume an diesem Dialog mitzuwirken, weil uns die Mischung dieses Kreises überzeugt. Wir glauben, dass wir hier unsere Netzwerkaktivitäten erfolgreich mit Personen und Einrichtungen voranbringen können, die an konkreten Ergebnissen interessiert sind. Deshalb bedanke ich mich auch an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Dialogs, die uns zur Mitarbeit eingeladen haben. Ich freue mich darüber hinaus, dass mit dem Deutschen Bauernverband die Interessenvertretung der deutschen Landwirte ebenfalls Mitveranstalter dieser Tagung ist und der DBV mit seinem Umweltbeauftragten, Herrn Präsident Eberhard Hartelt, heute hier anwesend ist. Mehr Biodiversität in der Agrarlandschaft geht nur mit den Bäuerinnen und Bauern. Naturschutz in der Fläche geht nur mit den landwirtschaftlichen Betrieben. Deshalb ist der Dialog mit ihnen, sind Aktivitäten unter Einbeziehung des Berufsstandes unverzichtbar, denn dieser bringt eine ganz breite Erfahrung mit ein und ebenso ein hohes Engagement. Es sind viele Betriebe, die in Deutschland Naturschutzaufgaben übernehmen, etwa 40.000. Zugegeben, sie sind nicht ganz gleichmäßig über das Land verteilt, hieran können wir arbeiten, aber auch das geht nur mit den Betrieben. Die Weiterentwicklung des Agrarnaturschutzes bedarf der guten Beispiele, sie bedarf der Erläuterung, sie bedarf des Dialogs, auch innerhalb des Berufsstandes. An dieser Stelle haben Betriebsnetzwerke eine wichtige Aufgabe. Auch von diesen gibt es mittlerweile erfreulicherweise eine ganze Anzahl. Eines davon ist das Franz-Projekt der Michael-Otto-Stiftung und des DBV. Andere Beispiele sind etwa die Testbetriebe von Unternehmen oder das Betriebsnetzwerk der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen oder das Betriebsnetz Südpfalz, das auf mittlerweile 38 Betrieben des BASF-Netzes beruht und in dem der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd, der regionale Naturschutz und die Landesverwaltung engagiert sind. Aus diesem Grunde freue ich mich über den aktiven Beitrag von Herrn Dr. Johannes Merck, Vorstand der Michael-Otto-Stiftung, und begrüße auch ihn sehr herzlich. Es geht nicht ohne die Landwirtschaft, es geht nicht ohne die anderen Akteure des Naturschutzes, es geht aber auch nicht ohne den Bund und die Länder. Sie bestimmen den politischen Rahmen in Deutschland und im europäischen Konzert auch in der EU. Sie setzen mit ihrer Förderpolitik die Schwerpunkte und den Rahmen. Sie legen die einzuhaltenden Standards fest. Sie unterstützen innovative Ideen. Sie fördern Forschung und Entwicklung. Sie sind damit sind die Impulse der Vertreter der öffentlichen Hand essentiell für die Beschreibung unserer Biodiversitätsziele, in der Diskussion über die richtige Ausgestaltung des Förderinstrumentariums und für den Erfolg. In diesem Sinne begrüße ich mit besonderer Freude Herrn Staatssekretär Dr. Hermann Onko Eikens aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und ich freue mich, dass auch Staatssekretär Flassbart aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit zu uns stoßen wird, sowie von Länderseite Staatssekretär Dr. Weber aus dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt.
So, jetzt stehe ich hier und begrüße Sie alle. Wieso eigentlich? Was ist die Rolle der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung? Ich finde, diese Frage ist berechtigt, denn wir haben ja keinen originären, keinen eigenen Auftrag, sondern wir arbeiten immer im Auftrag. In den allermeisten Fällen im Auftrag des Bundesernährungsministeriums, bisweilen auch im Auftrag mehrerer Bundesministerium, zum Beispiel beim Waldklimafonds, in dem BMEL und BMUB unsere Auftraggeber sind. Oder wir führen eine Koordinations- und Umsetzungsaufgabe auch im Auftrag der Länder aus, wie das bei der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume der Fall ist. Unsere Aufgaben sind insgesamt durchaus vielseitig. Es handelt sich um Netzwerkaufträge, es handelt sich um Kommunikationsaufgaben wie beim Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft und im Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, für das Bundesminister Schmidt gestern sozusagen ganz offiziell den Startschuss gegeben hat. Es handelt sich um Projektträgeraufgaben, einschließlich der des Wissenstransfers auf ganz verschiedenen Feldern. Es handelt sich um die Ausgestaltung der Agrobiodiversitätsstrategie des BMEL, ebenso wie um den Erhalt und die Nutzung bedeutender genetischer Ressourcen, wie sie das Informations- und Koordinationszentrum Biologische Vielfalt in der BLE betreut. Die ganz unterschiedlichen und vielseitigen Aufträge der BLE, sie fordern von uns nicht nur den Blick auf die ganz verschiedenen Akteure, die zusammenwirken müssen, damit wir Erfolg haben. Sie fordern auch einen Blick auf die Komplexität der Themen, die uns umtreiben und mit denen wir uns beschäftigen. Ich will versuchen, das mal am Beispiel Wald zu erläutern. Auch er ist ja unser Thema, denn wie gesagt, im Auftrag von BMEL und BMUB sind wir der Projektträger für den Waldklimafonds der Bundesregierung. Wald ist ja weit mehr als nur ein nachwachsender Rohstoff. Er ist Lebensraum. Lebensraum einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Und natürlich soll auch der Mensch ihn nutzen können als Lern- und Erholungsraum und ganz wesentlich auch als wirtschaftlich genutzter Raum. Der Nachhaltigkeitsdreiklang der Waldfunktionen, Nutzung, Schutz, Erholung, sie prägt die Arbeit des Waldklimafonds. Es geht um Vorhaben, die das System Wald erhalten und seine Widerstandsfähigkeiten in Zeiten des Klimawandels unterstützen. Dabei geht es auch um die Erhaltung und Stärkung der Biodiversität. Der nationale Indikator zur Artenvielfalt und Landschaftsqualität der nationalen Biodiversitätsstrategie zeigt für den Wald den besten Zielerreichungswert an. Denn die Tradition der naturnahen Waldbewirtschaftung in Deutschland hat dazu beigetragen, der Biodiversität in unseren Wäldern einen Platz zu geben. Landwirtschaftliche Flächen erfüllen auch ganz unterschiedliche Funktionen. Da geht es um die Erzeugung von Lebensmitteln und von Futtermitteln. Es geht um die Grünlandweide. Sie bereichern die Landschaft. Sie sind eine Kulturlandschaft. Sie haben eine Aufgabe auch in Zeiten des Klimawandels. Auch hier ist die Erhaltung bzw. Förderung von Biodiversität ganz wichtig, denn die Landwirtschaft als der größte Flächennutzer in Deutschland ist in einer besonderen Verantwortung, diesen verschiedenen Funktionen angemessen gerecht zu werden. Biodiversität hilft ihr dabei wesentlich. Die Biodiversität ist auch ein unersetzbarer Dienstleister der Landwirtschaft. Denken wir nur an die Bedeutung der Bestäuber, der Bodenorganismen oder Nützlingsarten im Pflanzenschutz. Ziel der heutigen Veranstaltung ist es, der Frage nachzugehen, wie wir zu einer maßgeblichen Verbesserung von biodiversitätsfördernden Maßnahmen auf landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere in den intensiven Agrarlandschaften Deutschlands, kommen. Deshalb ist es so schön, dass alle relevanten Akteure hier versammelt sind. Denn nur mit vereinten Kräften können wir die Biodiversitätsziele, die wir uns bundesweit, aber auch auf Europaebene gesetzt haben, erreichen und auch zur Umsetzung des globalen Entwicklungsziels Nummer 15 beitragen, welches den Erhalt der Landökosysteme und der biologischen Vielfalt beinhaltet. Es deckt sich weitgehend mit dem Ziel der heutigen Veranstaltung.
Ich hoffe auf eine sehr angeregte Diskussion unter allen diesen hier heute versammelten Akteuren, um klarer zu sehen, wie wir die vielfältigen Aktivitäten bündeln und vielleicht zu einem Gesamtkonzept Biodiversität weiterentwickeln können, das auch flächendeckend umgesetzt wird. Es mag dabei auch um die Frage gehen, wie wir unsere Ziele überprüfen und was nach Abschluss einzelner geförderter Projekte bleibt. Es geht nicht zuletzt auch um Monitoring und um Indikatoren. Für all dies sind die Beiträge der hier anwesenden Landwirte, die aus allen Regionen Deutschlands angereist sind, wichtig. Wir brauchen ihre Ideen zur Verbesserung der Umsetzung der Biodiversitätsmaßnahmen auf den Betrieben.